Nach einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag musste die A5 in Höhe der Tank- und Rastanlage Hartwald in Fahrtrichtung Heidelberg für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei war ein Opel Astra beim Spurwechsel in Schleudern geraten und mit einem daneben fahrenden Dodge kollidiert. Anschließend krachte der Opel frontal in die rechte Leitplanke und kam schwer beschädigt quer auf der Autobahn zum Stehen. Die beiden Insassen wurden dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des zweiten Fahrzeugs blieben unverletzt. Während der Vollsperrung wurde der Verkehr durch die Tank- und Rastanlage an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu einem Rückstau von etwa 3 Kilometern Länge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.